Herzlich willkommen beim Filmdialog. Mein Name ist Marius Meyer und wir sprechen heute über einen Film von Norifumi Suzuki und zwar School of the Holy Beast. Ein Film, der von Toei produziert wurde aus dem Jahre 1974. Norifumi Suzuki könnte euch ein Begriff sein, er hat die Truck Guys Reihe gemacht in den 70ern. Die mir leider selbst noch gar nicht so bekannt ist. Ich habe davon gehört, mal ein paar Bilder angeguckt. Ich bin sehr interessiert, die zu sehen. Worüber wir hier sprechen bei School of the Holy Beast, ist ein Nunsploitation-Film. Nunsploitation sind Filme, die die Thematik der Nonne in sexuelle Bereiche oder auch in Horrorbereiche abgleiten lassen. Da gibt es auch im italienischen Bereich recht viel zu. Und wir sprechen heute über einen Film aus Japan, einen sogenannten Pinky-Film. Pinky-Filme, das war gerade in den 70ern eine gigantische Reihe in Japan, die sich sehr viel mit Sexfilmen oder nicht direkt pornografischen Filmen, sie hatten pornografische Inhalte, die aber zensiert gezeigt wurden, aber auch eine kohärente, umgreifende Story boten, wodurch dann so ein Film entstanden ist wie School of the Holy Beast. Es ist halt Softcore-Porno, also Erotik, Softcore-Porno, Sexploitation. Ein Film, der es schafft, eine Geschichte über Nonnen zu erzählen, aber das ist nicht sein Hauptanliegen. Man kann sagen, er wiegt die Sachen miteinander auf. Es gibt Horror und Drama-Elemente vor allem. Also man hat später einige Momente, wo ich noch auf eingehe, und man hat auf der anderen Seite diese Erotik, Nunsploitation, Sexmomente. Die werden so miteinander aufgewogen. Zensur, wie man es aus japanischer Pornografie kennt, ist natürlich Zensur der Genitalien, Verpixelung einfach des Genitalbereichs während Sexszenen. Und der Film ist relativ beliebt, 6,6 auf IMDb. Worum geht es? Das ist das, was so ein bisschen schwer zu erzählen ist. Es geht um eine junge Frau, die in ein Nonnenkloster bzw. einen Nonnenorden geht, Maya Takigawa, und sie möchte dort Schwester werden. Und das ist erstmal alles, was man anfangs weiß. Und nun erfährt man so 20 Minuten über die verschiedenen Vorgehensweisen dieses Klosters, dass es verschiedene Abstufungen gibt. Es gibt Ordensschwestern, es gibt Chorschwestern, es gibt die Äbtin, es gibt natürlich Novizen, die Neuen und sowas. Und wir lernen unsere ersten Figuren kennen. Wir lernen aber vor allen Dingen, also wir lernen über unsere Hauptfigur, die ich im Weiteren halt nur Maya nennen werde, lernen wir vor allen Dingen, dass sie vorher ein anderes Leben außerhalb des Klosters geführt hat. Ein wildes jugendlichen, jungen Erwachsenenleben. Sie hat sich mit ihrem Freund getroffen und ist durch die Gegend gefahren und hatte ausgelassenen Sex. Und nun zügelt sie sich, um ins Kloster zu gehen. Man ist ein bisschen überrascht, okay, warum macht sie das? Möchte, also ist es aufgrund des Glaubens, welche Bewandtnis hat das? Und jetzt tritt sie dort ein und jetzt plätschert die Handlung. Wie gesagt, sie lernt, dass man die Leute kennt. Was der Film aber direkt schon schafft, ist uns ein super Gefühl, trotz der Ordenskleidung dafür zu geben, wer sind diese Figuren, wie stehen sie zueinander. Es gibt eine Rebellin, es gibt mehrere Leute, die einfach ganz blind dem Orden folgen. Es gibt verschiedene Äbtinnen, also sehr hochgestellte Ordensschwestern, die mit drakonischen Strafen einfach die Novizinnen und die Chorschwestern quälen. Und das ist natürlich einer der Hauptreize des Films, die Szenen, wo die Nonnen gequält werden, während sie oberkörperfrei sind, sie werden mit Dornen ausgepeitscht, also es gibt BDSM-Anleihen. Und das wiegt sich auf mit diesem Drama, was so ein bisschen zum Erlahmen kommt nach 30 Minuten, wo ich erst dachte, man schon, okay, wie wird diese Handlung jetzt fortgesetzt? Und genau das macht aus, dass die Handlung tatsächlich auf der zweiten Hälfte extrem anzieht. Sie wird sehr spannend. Man erfährt einen sehr überfrachteten Plot mit Affären und weggegebenen Kindern und 100 Elementen, wo ich wirklich sehr überrascht war, was hier noch alles auf mich zukommt, handlungstechnisch. Ich dachte, okay, es wird jetzt immer weiter nur Konflikte geben, die damit
sexuell anrüchigen Techniken gelöst werden. Aber nein, das ist es halt auch. Kritik sagt er dazu: This Japanese shocker manages to be shocking and artistically stunning all at once. Und genau das ist nämlich jetzt der Punkt, auf den ich eingehen will. Das alles klang bis jetzt wie ein relativ billiger Film, aber weiß Gott, so sieht der Film nicht aus. Was den Film ausmacht, ist die Beleuchtung, die Kamera, die Größe der Sets, die Vielfältigkeit der Sets. Man hat dieses Kloster, was erstmal jetzt nicht nach dem spannendsten Ort aussieht, um so einen Film zu drehen. Es ist riesig. Man hat verschiedenste Kameraperspektiven. Man hat ein gutes Gefühl dafür, wo man ist, wie viele Leute dort arbeiten. Und man fängt diesen Ort in seiner Gänze ein. Und das, was es ausmacht, ist die starke Beleuchtung durch extreme Farbspiele. Also man hat manchmal Räume, die in ein reines Orange getaucht werden durch verschiedenste Fenster, also Buntglasfenster, die gebaut worden sind, wodurch der ganze Raum aufleuchtet. Und andere Szenen sind extrem entsättigt. Manche spielen einfach in Blackboxes, dass nur einzelne Figuren dargestellt werden. Es hat sehr viel Screenshot-Charakter. Man kann einzelne Szenen anhalten, hat wunderschöne Bilder und Ausschnitte. Und das macht den Ausschnitte. Das macht den Film aus, dass er versteht, sich außerhalb seiner ziemlich komplexen Story in der zweiten Hälfte und seinen Sex-Elementen noch auf das große Artistische, also die Kunst des Drehens sozusagen zu fokussieren. Der Film ist nämlich sehr schön dargestellt. Es ist keinesfalls ein unvergessbarer Klassiker, nein, ist aber ein sehr spaßiger Film, den man gut runtergucken kann und der einem trotzdem aufgrund des Visuellen die Kinnlade runterklappen lässt. Also es gibt wirklich Szenen, wo ich dachte, Wahnsinn, das hat man geschaffen. Die Handlung selbst plätschert ein bisschen in der Mitte des Films vor sich hin mit ein paar Pfeilen, die aufgestellt werden und Rätseln, die gegeben werden. Die zweite Hälfte holt es dann wirklich raus. Da hat der Film auch noch zwei, drei gute Twists. Und das Ende, das ist das, was es ausmacht. Er zündet dort visuell alle Mittel und Möglichkeiten, die ihm gegeben werden, um den Zuschauer extrem zu überraschen. Also man ist vom visuellen Gehalt des Films sehr überrannt. Also das erwartet man nicht. Es gibt, ja, ich habe mir aufgeschrieben als Kommentar, viel Backstory. Und genau das ist es. Der Film besteht darauf, dir sehr viel über Maya und ihre Handlungsgründe zu erzählen, was den Film ein bisschen schwer werden lässt, obwohl es sich am Ende lohnt. Also ich kann eigentlich den Film empfehlen. Es ist kein Meisterwerk, was ihr gesehen haben müsst, weiß Gott nicht. Es hat diese leichte Erotik. Man kann es entspannt runtergucken. Ich selbst habe mich mit dem Pinky-Films oder Pinku-Aiga-Genre gar nicht so viel bis jetzt beschäftigt. Ich empfehle jedem, es zu machen. Es ist sehr interessant. Ich habe zwei, drei Filme davon. Und die, die ich davon gesehen habe, waren auch alle interessant und eigen. Deswegen, guckt den Film, schreibt uns, wie ihr den fandet, was ihr von dem ganzen Genre eigentlich haltet. Und falls ihr Truck Guys mal gesehen habt, cool, schreibt mir, wo ihr den gesehen habt und wie ihr den insgesamt findet, also was eure Meinung dazu ist. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao!